Ey, das könnte gut sein, dass ich jetzt tot bin, ne? Okay. Das könnte gut möglich sein. Scheiße, Mann. Und hey, meine liebe Frau, was ich bis zum neuen Video von meinem Kanal. Heute gibt's mal wieder Minecraft mit dem lieben Rabin. Moin! So, PvP verlassen und drei. Zack. Ja, okay, bin schon drauf. Okay, schon, ne? Ist jemand auf dem Server? Oh, Cherry. Oh, die sind tatsächlich. Lol. Aber die waren, soweit ich weiß, nicht in unserer Nähe. Okay, ich bin nicht bei. Wo bist du? Ich lebe noch. Lebst du noch? Ja. Moin. Es kann, aber wir sind getrennt, ne? Ach stimmt, ja, hab ich schon voll vergessen. Und Ramin, ich weiß nicht, ob du das Ja. im Discord gelesen hast. Nämlich, Chili will gegen uns fighten. Hättest du was Wer? dagegen, morgen einen Fight zu machen? Weil wir sind zu zweit ja Mit unserem alleine. Equipment? Ja, schau. Mit unserem In der Equipment? 1.15, da ist es eigentlich eh vom Vorteil, wenn man ja Mehrzahl ist nur. Da macht der Loot nicht so viel. Mal schau, der hat zwar ein Sharp 4 Schwert, aber wir sind halt zu zweit und mit dem Schild kann man auch gut abblocken. Sprich, der kann eigentlich nicht so viel gegen uns machen. Bist du sicher? Also ich hätte schon Bock, morgen zu fighten. Ja, mal gucken, also. Weil, wir sind sozusagen dann auch die Angsthasen, wenn wir das nicht eingehen. Gold nochmal gefunden. Ich bin Höhe 13. Ich höre 23 Grad, ich baue mich gerade nach oben an die Oberfläche. Okay, soll ich da mit Strip mine oder? Nee, wir gehen jetzt erstmal in die Oberfläche, damit wir von der Border wegkommen. Weil Leute, ihr müsst wissen, an dem Tag, wo wir Aber das heute aufnehmen. es könnte sein, dass Cherry da ist. Ach. Mit Sprex. Mach dir keine großen Sorgen. Wir können ja abhauen. Und wir sollten. Ich habe so viel Gold. Warte mal. Wie viel Gold habe ich? 62 und 24 Boah, Dings da verarbeitet ich schon. Also wir könnten uns mega viel Goldäpfel machen. ich habe 26 Ich brauche Gold halt von Äpfel. mir. Okay. Ich fahr. Ich strip meine ganz kurz, okay? Wir haben eh noch Aha. etwas Zeit. Dann komme ich raus. Schalava hier. Und man will jetzt auch benachrichtigt kurz vorm Kick. Ich weiß, habe ich gelesen. Letztens. Oh, ich dachte gerade, die Schritte, die der Zombie gemacht hat, wären von den Gegnern gewesen. Okay, meine Pickaxe. Aber es könnte sein, dass sie in unserer Nähe sind, wer weiß. Also passt lieber auf. Von wo kam denn jetzt der Zombie her? What the fuck? Stell mal vor, die haben uns gesniped. Scheiße, ich hab kein Wir Eisen. sind ja auch im Moment relativ aktiv mit den Folgen so gegangen. Also ich glaube, eine Folge Abstand ist gerade. Nicht zwei, bei mir zwei. Nee, zwei. Was mache ich, Digga? Ich bin nicht dumm. Digga, hier muss eine Riesenhöhle sein. Ich höre die ganze Zeit Zombies. Ich habe keine Kohle, scheiße. Ich baue mich jetzt erstmal in die Oberfläche und schaue. Pass auf, dass ich... aber, ne? Es könnte ja sein, dass wir nur so eine. Und ich habe auch gesehen, bei einer Folge von. Von wem war das? Ich weiß es nicht, von wem es war, aber bei dem Berg Olymp, da sind auch Dias an der Oberfläche. Sind da immer noch welche? Ich weiß es nicht, aber es kann gut möglich sein, dass da noch immer welche sind. Also ab nach da. Die Wahrscheinlichkeit ist ja wenigstens da. Weil auf der Map gibt es viele Secrets, habe ich schon gesehen, und wir sind halt die einzigen, die eigentlich noch nicht wirklich ein Secret entdeckt haben. Man muss auch sagen, wir haben es eigentlich auch ziemlich dumm gespielt. Wir haben so gespielt, wie als wenn es ein normales Minecraft-Projekt wäre, so ohne Ja. irgendwelche Mods oder so. Bei mir sollte niemand sein. Ganz Pass aber gechillt. auf, ne? Wer weiß. Niemand weiß. Oh, ich habe mich gerade in eine Höhle reingebuddelt. Okay. Ich habe noch einen Nachtsichttrank, aber der bringt uns nicht so viel, ne? In der Aufnahme war. Ach stimmt, ja, der hatte ja auch Fire Aspect auf sein Schwert, aber das können wir auch ausgleichen, weil ich habe ja ein Feuerzeug und wenn wir ihn da gut treffen, dann hat es ja dieselbe Wirkung eigentlich.
Also Fire Spec sollte jetzt auch kein so großes Ding sein. Wir haben ja beide, glaube ich, auch Wassereimer, also... Wow! Alter, Kies ist gerade auf mich runtergefallen. Armin. Oh nein. Armin. Bitte verlass mich nicht. Ich höre ein Hühnchen. Der muss hier gleich an der Oberfläche sein. Armin! Rede mit mir! Hallo! Ah, ja, hi! Irgendwie das buggt hier mit meinem Headset, ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß wirklich nicht, was hier los ist. Ich hatte Angst, dass das Internet jetzt ausfällt. Nee. Alles gut, mein Mainboard ist, glaube ich, kaputt. Hol dir ein neues. Ich hol mir eh einen neuen PC, glaube ich. Hol auf Tubaro. In Deutschland ist Tubaro eigentlich die beste Seite für sowas. Ja. So, ich bin jetzt an der Oberfläche. Ich will dir aus, Mann. Alter, ich hatte mega Glück. Ich war ganz, ganz nah an der Border. Okay. Okay, dann renne ich jetzt erstmal 300 Blöcke in die Richtung. Ja, pass auf, ne? Pass auf, du bist alleine. Hm? Ich komme jetzt hoch. Okay. Und wir müssen eine schöne Höhle suchen gleich. Kannst du mir mal deine Koordinaten sagen? Ich kenne mich nicht so gut aus. Chunk oder XY? XYZ. Minus 630. 630, okay. Was ist das für eine Zahl? Keine Ahnung, ich habe 17 Top. Nee, das ist nicht 17 Top. Du brauchst einfach nur die vorderen zwei sagen vor dem Punkt. Achso, also minus 6, 3, 0. Und 17 und 427. Alter, du warst ja komplett weit weg von der Border, glaube ich. Ja? Also, ja. Ich glaube in der letzten. Also. Ah nee, doch nicht, du warst nah an der. Boah! Alter! Du warst richtig nah an der Border. Okay, wir sind alleine. Aber ich gleich. Ich kann ja keine weitere aufnehmen, ja. Ah, mein Fenster ist ausgegangen. Scheiße. Schon Enderman und ein Zombie. Also weißt du, der Jared Brad, aka Daniel, kann auf jeden Fall keine neue aufnehmen, weil der hat noch keine einzige Okay. Oder. Naja, kommt doch, weil wir viel die vorproduziert haben. Aber Daniel hat auf jeden Fall noch keine neue aufgenommen. Also noch keine hochgeladen. Hast du schon welche hochgeladen? Nee. Oh mein Gott, es hat gerade gebuggt und ich habe gesehen, dass die Border genau hinter mir war. Als ob. Warte mal, es hat irgendwie gebuggt. Ich konnte durch die Blöcke kommen. Ich höre jetzt Fledermäuse. Ich bin, glaube ich, gleich in der Höhle drin. Aber Ramin, falls es wirklich zum Notfall kommt, ich habe noch zwei Enderperlen. Oh mein Gott, das ist ein Creeper gespawnt. Ich dachte, es wäre einer von den beiden gewesen. Oh mein Gott, was sah wie eine Tierrüstung aus? Hier wurde auf jeden Fall Holz geplaced. Oh, ich bin in der Nähe vom Spawn. Oh, geh weg. Aber das ist gut, das ist eigentlich nicht schlecht. Da hinten ist ein Nether-Portal, okay. Ey, ich bin... Oh mein Gott! Ich bin genau neben der Border! Genau neben der war ich! Oh. Alter. Oh mein Gott! Okay, wie soll ich jetzt hochkommen? Also knapp überlebt hast du. Ja, ganz ehrlich, oh mein Gott. Ich hab 20 Blöcke und ich wäre tot. Sei froh, dass nicht noch jemand gestorben ist. Ist jetzt weg von der Zone. Wie sollen wir uns jetzt treffen? Mann, es buggt bei mir alles hier, Mensch. Sag noch mal deine Koordinaten. Minus 633, 81 und 465. Okay. Du bist schon an der Oberfläche, ne? Ja, ich bin an der Oberfläche. Okay, Moment. Ich bin auf einem kleinen Hügel. Ja, ich komme jetzt zu dir. Moment. Soll ich hier stehen bleiben, oder? Ja, bleib dort. Ja, ich bewege mich hier ein bisschen.
Ich suche nach Äpfel, okay? Okay. Äpfel suchen, du brauchst aber nur Bäume. Halt, farm halt. Ja, ich weiß, dass man nicht. Bist du in der Nähe von so einer Burg? Oder sowas? Nee, ich bin im Birkengebiet. Ich auch gerade, okay. Moment. Ich habe ja einen Goldapfel gefunden, ich glaube letzte Folge war das. Und du hast aber gar keinen. Nee. Aus Birkenholz kriegt man ja Äpfel, hast du gesagt, ne? Ja. Kennst du es, wenn du so die ganze Zeit extreme Paranoia hast und denkst, du hast einen Namen gesehen? Nein. Doch, manchmal schon. Ich würde gerne sneaken, aber... So, ja, hier musst du eigentlich irgendwo dann sein. Ich bin auf dem Baum. Ja, wir werden dann eh schon den Namen sehen. Ich glaube, das ist der General Bright, so. Ah, da bist du. Ich sehe dich. Ah, da, ich sehe dich auch. Moin. Boah, du warst ja richtig nah an der Border, what the fuck? Ich war noch näher dran, ne? Ich bin gerade hier hingekommen. Okay, aber lass mehr in die Mitte gehen, Digga. Nicht, dass wir dann hier ausgelockt werden. Also wir haben jetzt zwar noch 14 Minuten, noch? Aber... Okay, 14. Also, ja, lass eine schöne Höhle suchen wieder. Die haben die schlechteste Ausrüstung von allen. Schau, Ramin, wir gehen jetzt erstmal mittig. Weil, ganz ehrlich, die Border wird um 300 Blöcke verringert. Ich habe keinen Bock, dass wir dann von der Border irgendwie aufgesogen werden oder sowas. Wie schwimmt man mal schneller? Mit STRG unter Wasser. Gedrückt halten. Boah, Schwimmmeister bist du. Bademeister. Ich glaube, Sherry ist eine Höhle, oder? Ich habe das Gefühl, dass... Also, die haben ja bis jetzt zwei Folgen aufgenommen, also hochgeladen. Ich denke, das war auch die zwei Folgen, die bis jetzt nur hatten. Und da waren die auf jeden Fall in der Höhle. Da ist eine Burg. Ja, ich weiß. Sollen wir da hin, Mann? Nein, da waren wir schon letzte, also zumindest ich war. Ach, war das da, wo wir die Diamant-Pick-Hacker da gefunden haben? Nee, aber ich war dort letzte Folge, da war nichts. Hier ist ein Dorf. Schau mal, die ganzen Bullet-Shot. Kartoffeln könnten wir mitnehmen eigentlich. Warte, vielleicht traden die Villager oder was? Achso, kann man nicht traden oder was? Warte. Gibt man ein Level? Nee. Nee, man kann nicht traden. Das ist ein Eisengolem. Achtung, Eisengolem geht auf dich! Oh! Ah! Nein. Das ist doch. Hat er mich gerade mit zwei Hits getötet? Ja, das ist so ein spezieller Eisengolem. Das. Warte, ich nehme die Rüstung mit. Kann ich auch zugucken irgendwie? Nee. Ey. Ein Eisengolem. Das ist so lächerlich, ne? Digga, hättest du mich früher gewarnt, Mann! Ja, ich hab doch auch zuerst nicht realisiert, dass du auf dich gehst. Och Mann! Alter, wie viel Gold hattest du? Ey, das ist so lächerlich, ne? Alter, das ist ja unnormal viel Gold! Ey, Digga, wie. Hey, oh mein Gott, Mann! Wie kann ich so viel Pech haben? Egal, Digga. Ich reiß das Projekt für. Okay, ja. Jetzt werde ich, glaube ich, morgen doch nicht auf den Kampf eingehen. Das ist einfach lächerlich, Mann. Okay, ich spiele jetzt Skywars. So, Leute, ich spiele jetzt Skywars. Digga, das ist doch einfach nur lächerlich. Wie kann die Scheiß? Warum leckt das? Digga, das ist so lächerlich, ich schwöre. Ey, das ist einfach nur lächerlich, ganz ehrlich. Eisengolem. Das geht in die Geschichte ein. Ey, das ist einfach lächerlich, ja. Warum tötet er mich mit zwei Hits? Ganz ehrlich. Wie viele Herzen hattest du? Ich hatte. Guck mal, der hat mit einem Hit irgendwie mir 8 Herzen abgezogen. 5 Herzen. 6 oder so. Aber das war auch irgendein besonderer Eisengolem. Das ist einfach lächerlich, Digga. Ich kann da nichts dafür. Ganz ehrlich.
Ich wollte die Enderperle irgendwie werfen, aber es war dann zu spät. Ey, das geht wirklich in die Geschichte ein. An einem Eisengolem gestorben. Die Folge muss ich so nennen, an einem Eisengolem verrennen. Nein, nein, das ist schon Spoiler. Ey, meine Scheiß Leertaste funktioniert ja. Ey, Digga, das ist lächerlich, Digga. Schade, Mann. Ja, egal, ich reiß das Ding. So, ich werde jetzt richtig farmen gehen. Da muss halt Chili jetzt damit leben, dass ich nicht auf den Kampf eingehe, sondern dass ich einfach farme. Okay, ich bin wieder in der Mine. Och man, ist so lächerlich, Digga. Ich hab gerade Angst. Jetzt habe ich Angst alleine. Digga, Hacker, Digga. Ich schwöre, Hacker. Hier ist ein Hacker auf Gomme. Ich schwöre, hier ist ein Hacker auf Gomme. Oh, Rami, wieso kannst du nicht noch da sein? Ich hab hier voll Angst. Ja, ich will fort den erstmal. Warte, ich Mann, das kann doch nicht wahr sein. Mann, ey, ich bin zu aggressiv, gell? Warte, ich stell dir ein Grab auf. Mit einem Schild. Ich dachte, ey, das ist so lächerlich, dachte, das Mann. Das ist so lächerlich. Ey. Naja, wenigstens bleibt mir jetzt die Freiheit, wann ich aufnehme. Das ist die gute Sache. Und sei froh, du hast jetzt auch nicht diesen Hochladedruck. Ja, ich wollte dieses Turnier gewinnen. Egal. Digga, wenn ich das gewinne, dann... Boah, wie viele Eisengolem sind denn hier? 7, 8 Stück? Das ist einfach... Das ist so... Das ist lächerlich einfach nur. 7, 8 Eisengolem. Komm, Jakob, lass dich auch töten. Nein. Dann können wir Fortnite spielen. Alter, wie viele Knochen hast du? Ey, das ist ein heiliger Sp... Kann der Eisengolem mal von deinen Sachen weggehen? Was ist denn mit denen los? Ey, geh nicht in die Nähe von denen. Nee, ich steh direkt neben denen. Der geht nur auf mich los, wenn ich den hitze. Ich hab den halt auch nicht ange... Doch, was? Ja, aber der hat mich davor schon angegriffen. Nein, hat er nicht. Ich guck's mal. Ich kann gleich. Ja, tut mir leid, Leute. Ich kann jetzt auch nicht so viel dafür. Ist halt wirklich so, Digga. Das ist einfach lächerlich. Digga, soll ich einen Fake-Tod in die Aufnahme von mir aufbauen? Das wäre geil, so einen Fake-Tod einbauen. Und dann stirbt wirklich jemand. Ja, komm, mach ich. Ehrenlos. Ich mach für mich einen Fake-Tod rein. Ja, ich hab keinen Bock mehr. Wann ist das nächste Turnier? Weiß man noch nicht, aber wird auf jeden Fall in naher Zukunft stattfinden. Ich will Rache dafür. Ach, ja, einen Eisengolem nehmen. Ey, aber wir hatten auch wirklich sehr viel Pech mit den Höhlen. Ich finde das so geil. Jeder stirbt zu einem Spieler und plötzlich steht bei dir Craftwriter bei so einem Eisengolem gestorben. Stand das da im Chat oder? Nein, stand da war, gestorben? Aber ich hab den Modi lang. Ich hab das Modi lang nicht mehr gespielt, wie ihn das. Also. Ich gehe jetzt erstmal wieder farmen, Digga. Ich brauche jetzt extrem guten Loot alleine. Das ist lächerlich, Digga. Jetzt ruft mich dieser Dulli an, Mann. Oh, neue Höhle. Fuck, Mann, hier sind schon Fackeln. Scheiße. Aber jetzt freuen uns, dass in dieser Höhle jemand ist. Oh, das war nur eine Fledermaus. Oh mein Gott. Oh, die Fledermaus macht mir voll Angst. Warte mal. Das Skelett gerade Diamantschuhe? Nein, ich glaube nicht. Oder bin ich jetzt völlig durchgeknallt? In deinem Schoß. Die Kinder machen nackt. LOL! Das Skelett hat Diamantschuhe und Diamanthose! Als ob!
Ja! Hat leider nichts davon gedroppt. Schade. Wie geil wäre das denn gewesen, hätte das Spice gedroppt. Ich kann mich hier weiter nach unten. Hey, Mann, ich raste aus. Ja, was soll's. Ramin, ich verspreche dir, ich hole das Ding. Warum leckt dieses scheiß Spielgard? Achso, wegen. Sekiro, Mann! Nein! Bitte nicht! Bitte töt mich nicht, bitte! Ich geh. Nein, ich werd verfolgt! Ich geh jetzt anders Hardstrip meinen. Obwohl, ich hab nur 24 Cookies. Was soll denn hier? Ach, du spielst Cookies? Nimmst du immer noch auf gerade? Ja. Naja, wenn ich Content, schadet ja nie. Ja, bist du bis einmal, deine Aufnahme zu Ende ist. Einmal produktiv. Digga, das ist einfach lächerlich. Ey, jetzt ganz aber ehrlich. Digga, der Vorteil bei mir ist jetzt, dass meine Folgen jetzt spannend werden. Ich wie Gommel damals in Varo 2. Oder boah, stell dir vor, ich schaff das und zerreißt jedes Team jetzt. Ich hoffe, dass du es schaffst, aber es wird schwer. Dafür brauchst du eine Full. Ey, Mann, meine Tastatur, Backmann! Ich glaub wirklich, mein Mainboard ist kaputt. Ich würde fast sagen, 1.15 generell dieses PvP-System mit den Schlagen und Warten. Das ist eher glückbasierend, wer da gewinnt. Also, ich hoffe, dass das nächste Projekt mit auf die 1.8 basiert ist. Ah, ja, hat er schon geschrieben, das nächste Projekt hat 1.8 Kampfversion. Spielt zwar. Okay, das hört sich besser an. Spielt zwar, auf einer, spielt zwar auf einer neuen Version. Aber ist mit dem 1.8 Kampfsystem. Ah ja. Okay. Das hört sich 100-mal besser an als Scheiß hier 1.12. Ich spiele halt wirklich nie 1.12. 1.15 mein. Hab ich gerade 1.12 gesagt? Ja. Wobei ich das hier eigentlich auch nicht so schlecht finde. Also für PvP ist halt schon scheiße, aber so gegen Mobs zu kämpfen ist eigentlich ganz geil. Ja, gegen Mobs, ne? Haben die keinen Schrein geholt? Für ich tue jetzt auf jeden Fall anders Hardstrip meinen. Stell dir vor, ich finde jetzt Dias. Ich bitte, hoffentlich. Viele werden gehen. Bitte hol den Sieg, Mensch, Jakob. Gib dein Bestes. Werde ich machen. Räch mich. Digga, weißt du, was so ein passendes Finale wäre? Wenn ich jetzt das Projekt gewinnen sollte, dann hat man wahrscheinlich noch so eine kurze Zeit, die man auf dem Server bleiben kann, dass ich dann den Eisengolem töte, zu guter Letzt. Auf einmal, du stirbst vom Eisengolem. Der Eisengolem hat das Projekt gewonnen. Er ist aber wirklich einfach lächerlich, finde ich. Das ist das. Das hey, Mann, mit zwei Hits, Mann. Zwei Hits, ganz ehrlich. Ja, RIP. Dann sind wir alle halb Jahr. Bin ich jetzt eigentlich. Oh, ich denke, ich bin schon weit weg von der Border. Wie lang kannst du noch aufnehmen? Noch. 2 Minuten. Wir bleiben alle zusammen. Ey, ich komme nicht drauf klar. Ich auch gerade nicht, ganz ehrlich. Lächerlich. Jetzt geht's los, Mann! Gott, hier über mir ist was. Ja, wir kommen bald an. Wir haben keinen Drang. Digga, aber ey, das ist wirklich. Seit wann geben die einen Two-Hit, Mann? Seit wann? Jakob, ist das irgendwie neu oder war das jetzt ein spezieller Golem? Das war ein spezieller Golem. Das war so ein roter. Ja, von wo soll ich wissen, dass er 2 Hits tötet? Okay, Digga, ich bin in der Schlucht, wo noch, ich bin in der Schlucht, wo noch niemand da. Hier könnte ich mich eigentlich auch perfekt ausloggen. Pass auf, bist du in der Zone? Ja, sehr wahrscheinlich sogar. Ja, wegen meinem Tod musst du nochmal 50 Blöcke. Ja, aber da bin ich weit weg. Keine Sorge. Nice. 47 Sekunden noch. Boah, die Lauben. Alter. Sicker!
Feuer machen. Digga, dann könnte ich auch gleich, da könnte ich auch eigentlich gleich eine weitere Folge aufnehmen. Aber der Server stieß darum. Du bist in 30 Sekunden gekickt, okay. Hier rüber will ich aber noch. Bist du nicht in 20, wird der Server nicht um 20 Uhr geschlossen? Ach, stimmt, ja, scheiße. Ja, okay. Kannst gar nicht mehr. So. Okay, Leute. Ich bin jetzt auf mich alleine gestellt. Fuck, man. Ich spiel jetzt die Runde noch zu Ende. RIP, Hashtag die Pros. Komm, Jakob, du holst das Ding. Deine 25 Minuten Aufnahmezeit ist aufgebraucht. Leute! Ich hoffe, euch hat diese Aufnahme gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und... ja, Rami seht ihr nie wieder. Tschüss, haut rein.